Herr Kurz, vielen Dank, dass Sie uns hier zum Gespräch empfangen in Ihrem Büro im ersten Wiener Gemeindebezirk. Von hier aus steuern Sie Ihr Leben nach der Politik. Aber ist das überhaupt möglich? Lässt einen die Politik denn zur Gänze wirklich los, wenn man mal, so wie Sie, Spitzenpolitiker war? Also ich kann es jetzt nicht pauschal für andere beurteilen. In meinem Fall hat es mich eigentlich recht schnell losgelassen. Zum einen bin ich, genau wie ich die Politik verlassen habe, Vater geworden. Das heißt, privat hat sich in unserem Leben viel geändert und unser Sohn hat vieles auf den Kopf gestellt, im positiven Sinne. Und zum Zweiten bin ich sehr schnell eigentlich in unterschiedliche unternehmerische Tätigkeiten eingestiegen, die jetzt nicht mit Tag 1, aber doch von Woche zu Woche immer fordernder wurden. Mhm. Und man kommt sehr schnell im nächsten neuen Hamsterrad an. Insofern würde ich zumindest für mich sagen, mich hat die Politik doch sehr schnell eigentlich losgelassen. Mhm. Schauen wir trotzdem nochmal zurück auf Ihre Karriere. Mit 24 Jahren waren Sie Integrationsstaatssekretär, mit 27 Jahren Außenminister und mit 31 Jahren Bundeskanzler. Also ein kometenhafter Aufstieg. Mit 34 Jahren dann das Aus. Waren Sie ein guter Politiker? Ich habe mich zumindest immer bemüht, mein Bestes zu geben. Mhm. Und ich glaube, was ich definitiv sagen kann, ist, dass es gelungen ist, ein großartiges Team um mich zu scharen. Also wir hatten eine wirklich, wirklich tolle Truppe, die sehr hart für Österreich gearbeitet hat. Aber was würden Sie sagen, was macht den guten Politiker aus? Also ich glaube, zum einen gibt es natürlich Messbares, ja. Wenn man in einer Demokratie lebt und dort Politiker ist, dann würde ich sagen, sind Wahlen Messpunkte der Zustimmung für einen Politiker. Ob man wiedergewählt wird. Ich glaube, das ist einmal sozusagen etwas sehr Objektivierbares. Und zum Zweiten, glaube ich, ist die Politik ein Bereich, wo man auch immer das Bewusstsein haben muss, dass man es nie jedem recht machen kann. Das heißt, Sie werden zumindest in einer Demokratie niemals einen Politiker finden, wo alle sagen, gut oder schlecht, sondern im Regelfall gibt es Unterstützer und Gegner. Es gibt Menschen, die die Grundhaltung teilen und andere, die sie ablehnen. Also Politik, Demokratie bedeutet immer auch Vielfalt. Mhm. Insofern ein breites Meinungsspektrum und dadurch auch immer Zustimmung und Ablehnung. Aber für Sie persönlich, was macht für Sie persönlich einen guten Politiker aus? Also ich habe viele kennengelernt, klarerweise im In- und Ausland. Und jetzt macht man es nicht immer öffentlich, aber natürlich habe ich mir da und dort gedacht, besonders beeindruckend oder vielleicht doch nicht ganz so mein Fall. Mhm. Und ich würde sagen, ich glaube, wenn ich jetzt auf die 10 Jahre Spitzenpolitik zurückblicke und alle, die ich kennengelernt habe, dann glaube ich, lässt sich an ein paar Eigenschaften festmachen. Ich habe immer Personen in der Politik beeindruckend gefunden, die mal grundsätzlich Menschen mögen. Ja? Also ich glaube, diese Eigenschaft ist die allerwichtigste in der Politik. Wenn Sie nicht grundsätzlich Menschen mögen, wenn Sie es nicht schön finden, mit und für Menschen tätig zu sein, dann glaube ich, ist die Politik der falsche Ort. Die zweite Grundeigenschaft, die ich immer sehr positiv gefunden habe, ist, selbst bei Politikern, die ganz anderer Meinung waren als ich, aber sobald ein Spitzenpolitiker eine klare Meinung, eine klare Vision davon hat, wie er die Dinge sieht und in welche Richtung er sie gern bewegen und steuern möchte. Und ich glaube, das ist die schwierigste Eigenschaft in der Politik, weil wenn Sie an der Spitze stehen, dann prasseln so viele verschiedene Meinungen, Ideen, Tipps auf Sie ein, so viel Zustimmung und Ablehnung, dass ganz viele sich schwer tun, eine rote Linie zu verfolgen, weil sie schlicht und ergreifend immer taumelnd durch Zustimmung und Ablehnung in die eine oder andere Richtung gedrängt werden. Und insofern würde ich sagen, neben der Eigenschaft, Menschen zu mögen, ist das, glaube ich, eine wesentliche Stärke von Spitzenpolitikern, wenn sie wissen, wofür sie brennen, was sie wollen und auch, wenn es Gegenwind gibt, die nötige Kraft haben, diesen Weg weiter zu verfolgen.
Sie sind sehr schnell ganz oben eingestiegen in die Spitzenpolitik. Noch bevor Sie Ihren Abschluss machen konnten an der Universität, Sie haben ja Rechtswissenschaften studiert. Jetzt bekritteln Beobachter Politiker ohne Berufsabschluss. Können Sie das heute verstehen? Also es war für mich damals ein Grund, dass ich eigentlich dagegen war, Staatssekretär zu werden. Ja, als der damalige Parteichef Michael Spindelegger mir das angeboten hat, habe ich gesagt, aus, das funktioniert nicht. Ich bin 24, habe mein Studium nicht fertig, die Medien werden mich umbringen und habe eigentlich abgelehnt. Er hat mir dann wenig später gesagt, du, es steht schon in den Online-Medien, wir können eh nicht wirklich zurück. Also insofern bin ich es geworden, ohne so richtig Ja gesagt zu haben. Und natürlich war das und das Alter am Anfang ein Thema und natürlich kann ich es nachvollziehen. Ich würde sagen, jetzt aus heutiger Sicht bin ich der Meinung, es ist gut, wenn Politik immer ein Mix ist aus Männern und Frauen, Älteren und Jüngeren. Also es war ja zum damaligen Zeitpunkt nicht so, dass ich als 24-Jähriger ohne Berufserfahrung jetzt das Land gesteuert hätte, sondern ich war halt einer von vielen in einer Regierungsmannschaft. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, ein gewisser Mix schadet der Politik nicht. Einfach weil unterschiedliche Generationen teilweise einen anderen Blick auf die Dinge, eine andere Perspektive haben. Aus heutiger Sicht bin ich froh, dass mir Michael Spindelegger damals die Chance gegeben hat, weil so hart das erste Jahr war, so unglaublich die mediale Ablehnung am Anfang war, so viel muss ich zugeben, habe ich ja auch in dieser harten ersten Phase gelernt. Und natürlich immer, wenn man eine neue Tür öffnet, geht eine andere zu. Natürlich hätte ich gern damals mein Studium fertig gemacht, aber gut, man kann nicht alles haben im Leben, so ist das eben. Viele Bürger bemängeln die politische Kultur, das Anpatzen, die Schmähung. Bei Ihrem Antritt als ÖVP-Spitzenkandidat haben Sie versprochen, es anders zu machen. Haben Sie Ihr Versprechen gehalten? Ja, auf das bin ich eigentlich sehr stolz, dass uns das immer gelungen ist. Wir haben damals, als wir die Volkspartei übernommen haben, als wir gesagt haben, ja, wir wollen kandidieren, mein ganzes Team und ich, haben wir gesagt, wir versuchen das mit möglichst viel Einsatz, mit unseren eigenen Ideen, mit unseren Vorstellungen, auch mit einer inhaltlich klaren Linie, aber wir machen die anderen nicht schlecht. Ja? Also wir bemühen uns einfach, für unsere Ideen zu kämpfen, auch voller Überzeugung zu kämpfen, aber wir glauben nicht, dass es notwendig ist, ständig alle anderen anzupatzen oder schlecht zu machen. Und ich bin eigentlich sehr stolz darauf, dass es damit gelungen ist. Wir haben zwei Wahlen gewinnen dürfen, ganz ohne ständige Attacken auf die anderen. Und ich glaube, das zeigt eigentlich, dass das sehr wohl möglich ist. Man kann politisch erfolgreich zu sein, man kann für die eigenen Ideen werben, ohne ständig sozusagen die anderen als Idioten oder Verbrecher hinzustellen. Und ja, ich glaube, grundsätzlich tut dieser Zugang der Politik gut. Ich muss aber auch zugeben, wenn ich die Politik beobachte und auch sie heute global und international beobachte, dann habe ich schon das Gefühl, dass dieses Negative-Campaigning, das Dirty-Campaigning, also sprich jetzt nicht für die eigene Sache zu werben, sondern einfach mal den anderen schlecht zu machen, dass das überall immer bedeutender wird. In den USA extrem stark, aber auch in Europa und egal, wo man eigentlich hinschaut, das wird immer relevanter in den politischen Kampagnen. Und das, glaube ich, tut der Demokratie in Summe nicht gut. Es wird vielleicht auch relevanter, weil es zum Erfolg führt. Es ist natürlich ein Tool in der politischen Auseinandersetzung, das funktioniert. Und es ist teilweise beängstigend, was natürlich jetzt mit künstlicher Intelligenz, ja, was natürlich mit neuen Methoden auch sozusagen der Desinformation alles möglich ist. Das ist etwas sehr Problematisches für die Demokratien in Summe. Ich glaube aber auch nicht wirklich, dass es jetzt ein einfaches Kraut gibt, das dagegen gewachsen ist. Ja. Ich glaube, je mehr Parteien, je mehr Politiker versuchen, ohne dem auszukommen, desto besser. Aber generell haben Sie schon recht, fährt der Zug ein bisschen in diese Richtung. Eine Umfrage von Peter Hayek für den Pragmatikus hat ergeben, dass das Ansehen von Politikern bei Bürgern dramatisch schlecht ist. Können Sie das nachvollziehen? Es überrascht mich nicht groß. Ne? Sie müssen sich vorstellen, das ist eine Branche, in der ein Gutteil des Geldes, ein Gutteil
der Beschäftigten, ein Gutteil der Mitarbeiter, der Ehrenamtlichen dafür verwendet wird, andere in dieser Branche schlecht zu machen. Ne? Und das wechselseitig. Also dass das in Summe das Ansehen nach unten zieht, das sollte keine Überraschung sein. Haben Sie daran auch einen Anteil? Also ich habe mich immer bemüht, anders zu agieren. Und was eigentlich eine Genugtuung ist, dass wir auch mit diesem anderen Zugang zwei Wahlen gewinnen durften. Also man sieht, es ist möglich. Wenn ich mir jetzt aber den amerikanischen Wahlkampf oder anderes zum Beispiel anschaue, dann muss ich sagen, der Anteil des Geldes, der bei Kampagnen nicht nur in die Eigenwerbung fließt, sondern dahingehend den anderen schlecht aussehen zu lassen, der wird immer größer. Und natürlich mit Methoden wie Deepfakes, ja, gibt es, glaube ich, in der Zukunft noch ein heute ungeahntes Potenzial an Möglichkeiten, da in einem negativen Sinn zu agieren. Warum ist es so schwierig für Politiker, Fehler zuzugeben? Ich glaube eigentlich nicht, dass es sonderlich schwierig ist, für Politiker Fehler zuzugeben. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass eigentlich sehr oft Politiker auch für etwas Verantwortung übernehmen, mit übernehmen müssen, von dem sie nicht einmal wussten oder wo sie überhaupt keine Möglichkeit hatten, etwas zu steuern. Sie müssen sich vorstellen, ein Spitzenpolitiker, der zum Beispiel als Minister ein ganzes Ressort lenkt mit tausenden Mitarbeitern, der hat ja auch, wenn er eine tolle Führungskraft ist, nie die Möglichkeit, alles zu überblicken. Wenn was schief geht, ist er trotzdem derjenige, der mit Foto in der Zeitung ist und das rechtfertigen oder sich entschuldigen muss, obwohl er es vielleicht nicht einmal wissen hätte können. Verlangen Medien zu viel von Politikern? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Medien eine extrem wesentliche Rolle eigentlich in einer liberalen Demokratie haben. Problematisch wird es eher immer dann, wenn es nicht mehr objektiv ist, wenn es sehr einseitig wird oder wenn die Kritik nicht gleichermaßen verteilt ist, sondern ein Ziel dahinter steckt. Was vermissen Sie am meisten aus Ihrer Zeit in der Politik? Am schönsten habe ich es eigentlich immer gefunden, in diesem tollen Team arbeiten zu dürfen. Wir haben wirklich großartige Leute gewinnen können, mit uns tätig zu sein. Wir haben damals die Volkspartei sehr breit gemacht, geöffnet. Viele Leute sind dazugestoßen, die vorher nie politisch tätig waren, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, der Kultur und vielen anderen Bereichen. Also in so einem tollen Team arbeiten zu dürfen, das war etwas, was ich immer sehr genossen habe. Natürlich auch für das eigene Land, für die eigene Bevölkerung tätig sein zu dürfen, das ist etwas Wunderschönes. Auf der anderen Seite muss ich zugeben, in der privatwirtschaftlichen Tätigkeit die Freiheiten zu haben, selbst zu entscheiden, oft nicht gebunden zu sein an andere, an Koalitionspartner, das ist auch etwas, dem ich sehr viel abgewinnen kann. Sie sind jetzt Unternehmer, Sie waren Bundeskanzler. Gibt es da Ähnlichkeiten, ein Unternehmen zu führen und einen Staat zu regieren? Was sind da so die Parallelen? Ja klar, ich finde, dass vieles total ähnlich ist. Überall, wo man versucht, etwas aufzubauen, arbeitet man mit Menschen, ja, muss Strukturen schaffen. Überall, wo die Teams größer werden, beginnt es zu menscheln. Ja. Jede Aufbauarbeit ist anstrengend, verlangt persönlichen Einsatz, verlangt auch die Notwendigkeit zu überzeugen. Also ich würde sagen, die politische Tätigkeit ist von der unternehmerischen Tätigkeit nicht so weit entfernt. Sie sind erstinstanzlich verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Sie gehen dagegen in Berufung. Was ich interessant fand, dass es gibt Fotos von Ihnen im Gerichtssaal, aber es gibt kein Foto von Ihnen, das Sie sitzend auf der Anklagebank zeigt. Ist das einfach zufällig nicht zustande gekommen oder war Ihnen das wichtig, dass so ein Foto nicht existiert? Also von mir gibt es so viele Fotos im Stehen, im Sitzen, also da bin ich recht leidenschaftslos. Ich habe dort auch genug Zeit verbracht, um eine recht klare Meinung dazu zu haben. Und ja, also ich glaube, es ist eh bekannt, was mir vorgeworfen wird, dass ich angeblich im U-Ausschuss vor 6 Jahren, zwar nicht falsch, aber zu wenig gesagt hätte, weil ich gefragt worden bin,
ob ich eingebunden war. Ich habe das bejaht, dann begonnen zu antworten, bin dann unterbrochen worden, bin dann gar nicht mehr zu Wort gekommen und das soll jetzt sozusagen eine strafbare Handlung gewesen sein. Also ich persönlich empfinde es nicht als sonderlich gerecht, kann aber damit umgehen, werde natürlich meine rechtlichen Möglichkeiten auch nutzen, um dagegen anzukämpfen. Grundsätzlich, und da bleibe ich bei meiner Meinung und auch bei dem Vorhingesagten, ich glaube sozusagen, der Versuch mit der Justiz, mit dem Strafrecht Politik zu machen, das ist kein guter. Ich glaube, Politik sollte immer die inhaltliche Auseinandersetzung sein und nicht der Versuch, den anderen irgendwo etwas zum Vorwurf machen zu können. Aber da habe ich meine eigenen Erfahrungen machen dürfen. In der politischen Kommunikation, was ist denn da wichtiger, das Bild oder das Wort? Ich glaube, die Tat ist das Wichtigste. Ja? On the long run ist das Wichtigste, was man zusammenbringt, ob man das, was man möchte, was man vertritt, auch durchsetzen kann, ob man entschlossen bleibt, auch wenn es Gegenwind gibt oder bei der ersten Kritik, bei der ersten Demonstration umfällt. Ich glaube, das ist das Entscheidende in der Politik. Mhm. Nochmal zurück zum Urteil. Wenn alle Vorwürfe gegen Sie ausgeräumt sind, kehren Sie dann zurück in die Politik? Also ich habe meine politische Tätigkeit vor etwas mehr als 2 Jahren beendet und fühle mich in meiner neuen Tätigkeit sehr wohl und habe eigentlich viel Freude an dem, was ich jetzt machen darf. Ich glaube, dass ich in den 10 Jahren Regierung auch in Österreich meinen Beitrag geleistet habe, um ehrlich zu sein. Und dass ich nicht vorhabe, in die Politik zurückzukehren, das hat nichts mit den Verfahren zu tun, weil davon habe ich mich sowieso versucht, niemals abhängig zu machen, ob jetzt wer andere mich anzeigt oder schlecht machen möchte oder nicht. Das ist nicht für mich persönlich so entscheidend. Für mich persönlich ist entscheidend, dass ich das Gefühl habe, ich habe meinen Beitrag geleistet und fühle mich eigentlich wohl in dem, was ich jetzt tue. Also die Geschichte des Politikers Sebastian Kurz ist zu Ende erzählt? Ich glaube, ich habe meinen Beitrag geleistet, ja. Dankeschön für das Gespräch, Herr Kurz. Danke.